Und als ich aufgewacht bin, fing der Albtraum an. Ich habe echt gedacht, boah, ich kriege keine Luft, ich ersticke. Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Freunde der Sonne, Episode 130. Wir sind wieder da bei dem Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört oder die Zeltevangelisation aufhört. Man weiß es noch nicht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Schön, dass du eingeschaltet hast bei Die Macht der Worte und vielleicht der erste, vielleicht der schon 130. Podcast, den du von uns hörst. Es wird ein Ohrenschmaus. Wir fangen mal von hinten an und zwar haben wir Gospel-Rapper No bei uns zu Gast, der uns erzählt, wie er ja fast gestorben wäre und eine Erfahrung hatte mit Jesus, die ihn verändert hat. Aber dazu hört ihr mehr am Schluss dieses Podcasts, so die letzten 15 Minuten. Also sind wir in 15 Minuten eingeteilt, um das mal zu erklären. Bis auf 5 Minuten, da kommen wir gleich dazu. Dann haben wir Ayub bei Revolution. Also wir fangen es von hinten an, ihr merkt schon. Am Schluss kommt No, davor kommt Ayub. Er ist Moslem oder war Moslem und ist zum Christentum gekommen. Und wir hatten schon Betula bei uns. Und ich dachte mir, man muss es auch von einer männlichen Perspektive sehen. Und Ayub und ich haben uns so gut unterhalten, dass wir manchmal das Thema vergessen haben. Und halt über, ja, eigentlich wie gute alte Freunde, obwohl wir uns nur einmal tatsächlich gesehen haben und dann mehrere Male nur über WhatsApp geschrieben haben. Aber Ayub, wenn du das hörst, I love you like a bro. Genau, dann haben wir Michael und Michael und Steve, wenn du jetzt denkst, was weint denn der jetzt da? Michael und Steve war die Lieblingskategorie unserer Zuhörer und vielleicht wird es bald wieder. Aber die Wege haben sich getrennt für kurze Zeit. Genau, aber Leute, wir haben Arno Backhaus, Entschuldigung, Arno Backhaus bei uns in den 5 Minuten, der uns, er nennt sie Koffergeschichten, erzählt von Erlebnissen, die er hatte. Genau. Dann zu Beginn, also was jetzt gleich im Anschluss kommt, ist dein Wort. Wir reden über den Dienst und das Leben Jesu. Wir befinden uns in Mose und wir gehen das peu à peu durch. Peu à peu. Ja, das hast du doch letzte Woche schon gesagt. Naja, egal, aber peu à peu klingt ja auch lustig. Gut. Und wir reden da ein wenig über die Prophezeiungen in die Richtung Jesu, beziehungsweise über Jesus. So, und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wunderschöne 55 Minuten mit Die Macht der Worte, deinem Lieblingspodcast. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, Leben und Dienst. Wir sind gerade in einer Serie über ja, das Leben und den Dienst Jesu Christi. Und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es geht weiter. Wir waren vor einer Woche bei 2. Moses und jetzt springen wir zu 3. Moses. Wir haben letzte Woche ein bisschen über Moses gehört, aber auch über das Passahlamm. Und in dem 3. Mose haben wir auch ganz verschiedene Bilder, Prophetien über Jesu Christi, Jesu Christus. Und eins davon, und das ist sehr markant in 3. Moses, ist das Priestertum. Und Jesus ist ja der hohe Priester. Im Alten Testament war so der ganz hohe Priester, der Babo, war der Melchisedek, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ich täusche mich nicht. Und Priester sind ja dafür da, dass sie
Leute den Menschen mit Gott verknüpfen. So ein bisschen eigentlich wie Mose, der da auf den Berg Sinai gegangen ist und dann gefragt hat, wer hat Bock, und keiner hatte Bock. Und dann war er sozusagen der Priester. Und vielleicht wurde es auch daraus, keine Ahnung, vielleicht erzähle ich schon was, was die Bibel schon lange sagt, aber vielleicht wurde Moses oder der Priesterdienst aus dem Dienst Moses mit herausgebracht. Aber ein Priester Allerheiliges, wer das nicht kennt, das war so ein Zelt, das die Israeliten mitgenommen haben, und immer da, wo sie waren, beziehungsweise glaube ich auch, wo Gott gesagt hat, da sollen sie hin, da haben sie dieses Zelt aufgebaut, und dann haben die Priester Gott geweiht und Gott gelobpreist, geworshipped, wie wir sagen. Und der Priester war eigentlich so einer, ich habe das neulich mal in einem Lobpreisabend erzählt und fand es auch ganz gut, darum erzähle ich es jetzt euch, vielleicht habe ich es auch schon erzählt, aber dieses Heiligste, du hattest so einen Vorhof, da hast du dich gewaschen, da hast du geschaut, dass du rein bist vor Gott, dass du dir schöne Klamotten anziehst, also die waren alle schon Priestergewänder und so weiter, klingt jetzt so als hier eine Jack and Jones Hose und vielleicht noch eine Prada, aber das waren Priestergewänder, und die haben diese Priestergewänder angelegt, nachdem sie sich gereinigt haben, gewaschen haben, haben dann eine Schnur sich am Bein angebunden, und an der Schnur, glaube ich, war eine Klingel dran, wenn ich mich nicht täusche. Und dann sind die ins Allerheiligste gegangen, da, wo die Gegenwart Gottes war, da, wo jeder Charismatiker mal aufschlagen will und umfallen will. Nein, Schmarrn. Ist natürlich, wir haben es natürlich hier auch wieder, die Gegenwart Gottes und das Allerheiligste. Genau, und dann haben sie Gott geopfert und angebetet und gepriesen. Und Jesus, genau dasselbe. Er ist auch Mediator für uns. Er ist, gab es früher ein Programm, das ich in der Schule gelernt habe, Mediator. Vielleicht du auch. Es war einfach jemand, der Zugang verschafft hat zu etwas anderem. Jesus hat den Zugang zu Gott geschaffen. Und so dürfen wir auch in das Allerheiligste. Tatsächlich sind wir Gottes Tempel. Manche ein bisschen breiter wie ich, manche ein bisschen schmaler wie vielleicht du. Aber wir sind der Tempel Gottes, in dem der Geist Gottes wohnt und die Herrlichkeit Gottes wohnt. Manchmal verhalte ich mich nicht so, wo ich mir manchmal denke, so Alter, da wenn Gott wirklich drin wohnte, der müsste platzen vor Korrektur für mich. Aber so hat Jesus uns den Zugang verschafft zu Gott. Er, der Priester, der rein war, rein. Und was aber interessant ist auch, ist, dass der Priester im Alten Testament immer wieder aus dem Allerheiligsten raus musste, und das Ganze wurde wiederholt. Jetzt darfst du mich nicht fragen, wie lang oder wie oft das wiederholt wurde, aber mindestens haben sie es zweimal gemacht in ihrem Leben. Genau, aber bei Jesus war das anders. Jesus ging in dieses Allerheiligste, nachdem er den Tod überwunden hat, ist er aufgefahren in den Himmel. Und da steht, er sitzt, oder vielleicht sagen wir das auch nur, er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er richten, die Lebenden und die Toten. Und was ich interessant finde, ein Priester im Alten Testament, der musste wieder raus, der konnte sich da nicht hinsetzen. Aber Jesus, der hohe Priester ist und war, der hat dieses ganze ich sage jetzt mal Gedöns, das klingt jetzt so unchristlich, aber so diese ganzen Opferarbeit hat er einmal gemacht, und dann hat er sich hingesetzt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und wenn du dich hinsetzt, bist du fertig mit der Arbeit. Das heißt, Jesus, weil du jetzt so schlecht bist oder weil du vielleicht übertrieben mal 5 Menschen umgebracht hast, müsste nochmal aufstehen und nochmal für dich vor Gott treten und sagen, du, der wollt's nicht, hier ist das Opfer nochmal von mir, nimm mich und ich opfer mich noch einmal, weil 5 Leute sind schon ein bisschen zu viel. Nein, Jesus sitzt da und es ist genug. Verstehst du? Jesus opfert sich selbst, der reinste Mensch opfert sich selbst und setzt sich hin wegen getaner Arbeit. Genau.
Das ist so ein bisschen der Priesterjob. Dann haben wir in 3. Moses noch den Sündenbock. Und wir haben ja im Deutschen diese Redewendung, ja, du hier alter Sündenbock. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal mit Michael und Steve. Und der Sündenbock war dafür da, dass das Volk diese ganze Sünde, die sie hatte, so irgendwie auf diesen Bock projizierte und gesagt hat, also du bist jetzt hier der Arsch. Wir schicken dich in die Wüste zusammenhängend. Der Sündenbock wird in die Wüste geschickt und dann wahrscheinlich auch früher oder später sterben an, was auch immer, ob es ein Löwe war oder einfach wegen Verdurstung. Genau. Das noch dazu. Jesus ist unser Sündenbock. Entschuldigung. Und zwar wurde die ganze Sünde der Welt auf ihn geladen. Er war dieser Sündenbock und wurde in die Wüste geschickt. Man kann vielleicht da sagen, die Hölle. Aber Jesus trug alles, so wie dieser Sündenbock. Vielleicht einmal im Jahr hat er Sünde tragen müssen und kam nie mehr zurück. Aber Jesus, tata, Jesus kam zurück und Jesus ist da. Und deswegen können auch wir sagen, es ist vollbracht, egal wer dich an deine Sünden erinnern will, meistens wahrscheinlich der Teufel. Es ist vollbracht, lieber Teufel oder blöder Teufel. Es ist vollbracht, Jesus trug meine Schuld und ich stelle mich auf das. Und deswegen nicht nur, dass ich nicht mehr sündig bin vor Gott, sondern ich muss auch diese Sünde nicht mehr begehen, weil Jesus trug sie. Mir fällt gerade dieses Lied ein. Er warf unsere Sünde ins äußerste Meer. Komm, betet den Ewigen an. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er. Und das ist ja so eine Wahrheit. Es ist natürlich, sündigen wir wahrscheinlich einmal im Monat immer wieder die gleiche Sünde, wenn es gut läuft. Aber wir müssen das nicht mehr und wir müssen das verstehen oder sollten das verstehen, dass diese Sünde, die wir immer noch tun, die ist nicht nur mit am Kreuz getragen, sondern die darf auch mit am Kreuz sterben, auch in deinem Leben. Egal welche Sünde du hast, darf sie auch, ja, leben. Dann haben wir noch wenn ich da so einen harten Cut mache, aber 3. Moses, das Jahr des Jubiläs, das, wie sagt man da? Ich schlage es mal auf, und zwar, wenn ich es überhaupt finde. The Year of Jubilee, wie wir halt einfach alle sagen, alle coolen Christen und so weiter, da steht, das Erlassjahr heißt es auf Deutsch. Und in dem leben wir im Moment noch konstant. Also in diesem Erlassjahr leben wir, weil Jesus für uns die Schuld getragen hat. Er hat uns die Schuld erlassen und getragen. Und das ist natürlich auch nochmal ein Grund zur Freude, zur Feier, wo Jesus, ja, es gibt nichts Besseres. Aber dieses Jahr hat auch einmal ein Ende. Dieses Jahr wird auch einmal vorbei sein. Wie gesagt, das war in Israel oder in 3. Moses 5 war das ein Jahr. Und ich glaube, es hat sich alle 7 Jahre wiederholt. Und wir leben noch in diesem Jahr. Aber dieses Gnadenjahr wird auch aufhören. Und dann kommen andere Zeiten. Und deswegen ist es so wichtig, Leute, ich habe es letzte Woche schon erzählt, dass wir den Leuten erzählen, was Jesus für uns getan hat, welche Schuld er für uns getragen hat und dass wir das nicht für uns behalten, dass wir sagen können, wir waren einmal gebunden und hier auch wieder dieses, wir nageln die Sünde ans Kreuz, indem wir sie Gott geben, aber auch indem wir sie verlassen, weil uns ist gegeben Vergebung, aber uns ist auch gegeben Überwinden der Sünde. Wir sind Überwinder und die Bibel spricht davon, dass wir weit mehr als Überwinder sind. Und egal in welcher Sünde du sitzt oder in welcher Distanz du dich befindest zu Gott, diese Distanz kann sich minimieren, diese Distanz kann schrumpfen. Und ja,
hör da drauf, weil Gott einfach der Beste ist und weil wir lernen müssen, dass diese Sünde nicht nur vor Gott nicht mehr zählt, sondern die zählt auch nicht mehr, die darf auch nicht mehr in unserem Leben zählen, darf in dem Falle nicht muss, du kannst klar weiterleben mit deiner Sünde, ich glaube, das finde Gott zwar schade, weil dann dein Potenzial verloren geht, aber du darfst ja gerne weitermachen, wie bisher, aber du musst es nicht. Du kannst frei sein von jeglicher Art von Sünde. Gut, dann springen wir noch ganz schnell in 4. Mose und zwar geht es da um die eiserne Schlange. Wir befinden uns ja immer noch von Bildern zu Jesus, Bilder über Jesus, Prophezeiungen, bildliche Prophezeiungen, danke schön, liebes Gehirn. Und da geht es um die eiserne Schlange, die lesen wir in 4. Mose 21 und ich lese nur die Überschrift vor. Moses richtete die eiserne Schlange auf. Da brachen sie auf vor dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer und das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wider Gott und wider Moses. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser Magerspeise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Man muss auch sagen, wenn man harte Bibelverse liest und die dann etwas lustiger vorliest, dann entspannt es die Sache nochmal. Also nochmal. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Wieder einer, Moses, Jesus, bat für uns und wir wurden errettet. Ich glaube aber, mittlerweile dürfen wir auch selber bitten. Ich weiß, wir dürfen auch selber bitten. Gut. Moses bat. Und der Herr sprach zu Moses, mach dir eine eiserne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eiserne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eiserne Schlange an und blieb leben. Was ich komisch finde und ich keine Antwort darauf habe, ist es, okay, Schlange verstehe ich, ne? Weil wenn die von Schlangen gebissen werden, vielleicht muss man dann einfach so ein Anti-Hero oder ein Helden schaffen, der auch eine Schlange ist, weil nur Schlangen retten können beziehungsweise gesunden können. Aber bei Schlange denke ich immer an den Teufel. Und ich finde es komisch, dass eine Schlange erhöht wird und man dann auf sie schaut und dann gesund wird. Übrigens, manche Krankenwägen, ich glaube in Amerika mehr als in Deutschland, haben dieses Symbol auf ihrem Logo oder so weiter. Genau. Also, vielleicht soll diese bronzene Schlange, habe ich mir dann gedacht, das Kreuz symbolisieren. Und dass Jesus eben auch erhöht wird. Wir können da in Johannes 3, schauen wir mal, ob ich das so schnell finde, Johannes 3, 14 bis 15, also quasi kurz vor dem weltberühmten Bibelvers. Moment, ihr hört mich blättern. Johannes 3, 14 bis 15, da wird darauf verwiesen, auf eben diese Bibelstelle in dem Alten Testament. Da steht Johannes 3, 14 bis 15. Und wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat, so musste der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt und so weiter und so fort. Und das müssen wir. Wir müssen auf Jesus schauen. Wir müssen auf Jesus schauen, damit wir gesunden. Und nicht nur von irgendwelchen physischen Bissen oder sowas, sondern auch von seelischen Sachen und eben aber auch von sündigen. Ich habe jetzt noch einen Bibelvers zum Schluss. Ich hoffe, ihr haltet noch Durst. 1. Korinther
Da steht in 1. Korinther 5, 21. Ich gehe jetzt mal auf Risiko, weil da habe ich jetzt nicht nachgeschaut, was das bedeutet oder heißt oder steht. Aber wir sind ja flexibel. 1. Korinther 5, 21. Da steht. Was steht denn jetzt da? Da steht gar nichts, weil das gibt's gar nicht. 5, 21. Vielleicht ist ja auch 6, 21. Schaut, da gehst du Risiko ein und da kracht alles zusammen. Nee. Dann wird es vielleicht was anderes sein. Vielleicht ist es 2. Schauen wir mal. Ihr haltet ja noch durch. Es tut mir echt leid. Es ist total unprofessionell. Aber das ist ja eigentlich jetzt so, als sitzen wir zu Hause beieinander. Und wir erzählen uns gerade oder lesen gerade zusammen die Bibel. Da muss man ja auch manchmal ein wenig blättern und schauen. Und da steht, jetzt schauen wir mal, ob das passt überhaupt. Denn in 2. Korinther 5, 21, da steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht und auf, dass wir in ihm Gerechtigkeit, was nochmal? Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Tja, wir identifizieren uns mit Jesus. Er wurde unsere Gerechtigkeit, er wurde zu unserer Sünde, er hat sich mit uns identifiziert, so können wir uns mit ihm identifizieren. Die Macht der Worte. Hallo, hier ist Arno Backhaus. Ihr seid bei dem Sender oder bei der Rubrik Macht der Worte. Die Worte, ich bin ja so ein Wortspieltyp. Ich bin ein Evangelist, wer sich im Englischen auskennt. Fun hat was mit Spaß zu tun, aber auch mit Freude, Evangelist. Es geht um eine Frohbotschaft, nicht um eine Drohbotschaft. Und ich bin viel unterwegs, um mit Menschen zu konfrontieren, zu provozieren. Pro heißt ja pro, also nicht anti. Ich will die nicht ärgern, sondern die provozieren. Will sie herausfordern zum Leben. Und da erlebe ich immer wieder verrückte Sachen. Zum Beispiel gebe ich ein Konzert in der evangelischen Kirche irgendwo in Frankenland und der Pfarrer sagt mir, Sie können Ihr Auto an der Kirche stehen lassen. Einen Tag später müssen Sie ja in der gleichen Kirche predigen. Dann sparen Sie sich eine Fahrt, fahren Sie mit mir nach Hause. Ich lasse mein Auto an der Kirche stehen und fahre mit dem Pfarrer ins Quartier. Am nächsten Morgen komme ich zur Kirche. Da sind zwei Autoreifen zerstochen und ein langer Kratzer ist am Auto dran. Da sagt der Pfarrer zu mir, ja, das hatte ich Ihnen vergessen zu sagen, das passiert hier öfters, deshalb lässt kein Einheimischer mehr sein Auto an der Kirche stehen. Da habe ich natürlich geschluckt und habe gedacht, ja, das hätte er mir mal eher sagen sollen. Ich bin auf einem Jugendevent mit um die 500 Jugendliche, werde von einer jungen Frau, einer sehr kecken Frau, interviewt und drehe das Interview rum. Das merkt sie aber nicht, dass ich ihr Fragen stelle und sie beantwortet die auch alle fröhlich. Sag ich, wie alt sind Sie, was machen Sie beruflich? Sie sagt, ich arbeite in der Bank. Und dann baue ich so einen Witz ein und sage, kennen Sie die Geschichte, kommt einer zur Bank und sagt, können Sie auf 9 mm rausgehen? 9 mm ist ein Revolver. Und keiner in der Kirche lacht. Denke ich, komisch, warum lachen die denn nicht? Am Abend, als die Veranstaltung zu Ende ist, gehe ich raus, da kommt ein älterer Mann auf mich zu und sagt, ich bin übrigens der Vater von der Frau, die Sie vorhin interviewt haben. Ich bin... Das konnten Sie nicht wissen. Meine Tochter arbeitet in der Bank und ist bis vor kurzem von einem Bankräuber gekidnappt worden. Oh, das konnte ich natürlich nicht wissen. Und na gut. Ich war in Schlichte Schnaps, weiß nicht, ob ihr das kennt, gebe da ein Konzert und habe eine sehr gute, ruhige Atmosphäre am Ende des Konzertes. Die Leute gehen nachdenklich. Sitzen noch nachdenklich beim letzten Lied. Ich will keine Zugabe, sondern da kommt der Veranstalter rein und stört praktisch die gute, ruhige Atmosphäre, indem er nochmal richtig mir Danke sagt vor allen Leuten und so ein Körbchen mit lauter kleinen Schnapsfläschchen drin hat.
und überreicht die mir. Jetzt bin ich kein großer Schnapstrinker, aber pack die ganzen Fläschchen in meinen Bühnenkoffer. 4 Tage später bin ich in Detmold, ein paar Kilometer weiter weg, in der Schule, gebe morgens ein Schulkonzert, bin da vor 300 Schülern oben auf der Bühne, mache meinen Bühnenkoffer auf, da kullern alle Schnapsgläschen, Fläschchen vor den Schülern mir auf die Bühne. Und da muss ich natürlich, ja gut. Ich gebe eine Adventsveranstaltung und eine Frau macht sich zu Hause fertig und denkt, die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Da sagt ihr Mann, die fängt aber um 7:30 schon an. Und die Frau hat gerade Henna, das ist so ein Haarfärbemittel, aufs Haar gemacht, kann sie aber nicht mehr trocknen, weil sonst zu spät sie in die Veranstaltung kommt. Also nimmt sie eine Badekappe, kippt das da drüber, eine Bommelmütze noch drüber und denkt, sie setzt sich in die letzte Reihe, wo es keiner mitkriegt, warum sie so komisch aussieht. Jetzt kommt sie in die Veranstaltung, ist aber nur noch in der ersten Reihe Platz. Alles voll. Und während der Veranstaltung läuft das Haarfärbemittel links und rechts und überall runter und die Leute hinter ihr denken, was ist mit der Frau, was ist da passiert? Aber na gut. Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht. Jupp, bei mir. Sehr gut, das ist mal Introduction. Sorry, ich musste, das ist so ein geiler Name irgendwie, den cool auszusprechen. Könnte ein Rapper-Name sein, ist es aber nicht. Ja, vielleicht solltest du mit irgendwem mal ein Album machen. Künstlername hier mit Dami und mit Banjo, mit Steve, können wir eine Truppe machen, die neuen Backstreet Boys. Die Fantastischen Vier. Ja, oder so. Genau, dein Name ist ja marokkanisch. Yeah. Und für den Hörer, der jetzt vielleicht heute das erste Mal zuschaltet, der kann gerne nochmal eine Woche zurückgehen, beziehungsweise eine Episode und das Interview mit dir nochmal von vorne anhören. Wir haben so ein bisschen geredet von deiner Koranschule mit Schlägen innerhalb der Schule und auch in deiner Familie ein bisschen. Sehr, sehr höflich ausgedrückt in meiner Familie, ein bisschen, also sehr moderat. Ja, das jetzt nicht irgendwie, ich will ja... Kommt noch, wir wollen ja nicht spoilern. Du hast gesagt, du bist zur Koranschule gegangen, bis du ungefähr 14 warst. Ja. Wie ist es denn dann weitergegangen? Hast du dann irgendwann gesagt, du Vater... kein Bock mehr, ich verstehe kein Wort, die Suren kann ich auch nur die kürzesten, die es da drin gibt. Im Prinzip will ich das nicht, oder wie war das? Das wäre nicht möglich gewesen. Also das hätte mein Vater, also das wäre ja ein Affront gewesen an alle. Also dann wäre ich wahrscheinlich obdachlos gewesen damals. Also das hätte nicht funktioniert. Nee, ich war so, dass ich dann vermehrt tatsächlich im Fußball eingebunden war. Also ich war wirklich viel im Fußball unterwegs. Mhm. Und dann auch gerade samstags hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass ich dann samstags weiterfahren musste für Fußballspiele und dann es nicht mehr ging. Das hat mein Vater dann tatsächlich auch so mitgemacht oder dann auch so, das war immer so bei ihm. Also so Zukunftspläne, die waren ihm wichtig, gerade was so Karriere angeht und Schule und immer super sein und so, das war immer ganz wichtig. Und dafür hat er dann auch die Koranschule links liegen lassen. Ich weiß nicht mehr, wie es war, um ehrlich zu sein, aber ich kann mir vorstellen, so wie ich ihn einschätze, dass es viel Überwindung gekostet hat, mich da nicht hingehen zu lassen. Also es war dann so, ja. Also bist du quasi dem verfallen, den auch die christlichen Jugendlichen verfallen. Und wenn sie weggezogen werden aus den Jugendkreisen, yeah. Der Gott Fußball da verführt. Ja, genau. Das ist ja noch immer ein Problem, das ich auch in Gemeinden habe, bekomme ich hier mit, dass die Jungs Fußball spielen. Die dürften das jetzt nicht hören, ja. Also mich hat das vom Glauben komplett weggezogen, tatsächlich damals. Gott sei Dank, also jetzt im Nachhinein, Gott sei Dank. Also ich wäre auch,
ich hätte das auch nicht mehr lange mitgemacht, um ehrlich zu sein. 14 Jahre, wie lange du fängst dann an, wie gesagt, sich selbst zu entdecken und jeden Tag was Neues. Und dann hätte es nicht lange gedauert, da hätte ich gesagt, hey, hör mal, was willst du eigentlich von mir? Ja. Ja, also es war aber noch nicht so weit mit 14. Also wäre mit 18 so geworden. Okay. Wenn es jetzt Jugendliche gegeben hat, die vielleicht nettes Glück hatten, dass der Gott Fußball ihren Allah, sage ich mal, vom Thron schubst. Wir haben ja vorher noch mal letzte Woche geredet über so pöbelnde Jugendliche, die vielleicht von daheim ein bisschen unterdrückt werden. Ich würde jetzt auch mal sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Unterdrückung, wenn man in eine Koranschule geht oder vielleicht auch daheim Gewalt erlebt. Aber wie glaubst du denn, könnte man denn solchen Jugendlichen begegnen? Also du hast auch gesagt, du bist kein Pädagoge und kein Psychologe, aber also du warst ja da drinnen. Ja, ich bin ja immer noch in der Jugendarbeit und mache ja auch viel hier in der E-Jugend mit nicht-christlichen Kids, das auch. Und ich muss sagen, das ist ja, ich habe ich will nicht sagen, ganz großes Herz für die, das ja sowieso, ne? Aber ich... irgendwie liegt mir das, diese Jungs. Was ich sagen kann ist, wenn wir jetzt so pauschal reden, muss man natürlich auch dazu sagen, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Äußerungen. Ich gehe jetzt immer von diesen, von der Mehrheit aus, die nicht gewalttätig ist, aber zumindest sehr pöbelnd ist. Also würde niemals körperliche Gewalt anwenden. Da ist natürlich Schluss. Ja. Aber was ich immer sagen kann, das ist das Grundprinzip auch von Missionsarbeit bei uns in der Gemeinde ist, die Kids da abzuholen, wo sie sind. Also und nicht irgendwie von oben herab oder belehrend daran, sondern auch die Sprache zu sprechen für einen gewissen, bis zum gewissen Limit oder bis zum, ja. Und bis Kraftausdrücke? Bitte? Bis Kraftausdrücke oder dürfen wir auch mal noch sagen? Es kommt drauf an, es kommt auch tatsächlich an, welche Kraftausdrücke, ne? Aber so, aber tatsächlich gehe ich da auch gut mit, wenn ich merke dann auch, dass die Akzeptanz sehr, sehr groß ist. Es ist wichtig, dass die dich akzeptieren und nicht als Gegenpart sehen oder als Endgegner oder so, sondern dass die Jungs einen oder die Mädels einen akzeptieren. Und da habe ich immer gute Erfahrungen mit, wenn man denen auch sagt, ich meine, man muss auch dazu sagen, dadurch, dass ich auch Fußball gespielt habe, ja, das kommt bei den Jungs super an, wenn die hören, ich habe mal Fußball gespielt, habe Geld damit verdient. Das finden die ganz toll und dann ist es einfacher. Aber meine Kumpels haben zum Beispiel nicht Fußball gespielt und die sind trotzdem da dran gekommen und die können auch sagen, man hat irgendwann mal mit den Kids und bei denen besonders, wenn man eine Basis, eine Ebene gefunden hat, worauf man reden kann, also auf ihn zugehen, zuhören und gar nicht so belehren, dann und einmal da angekommen ist, dann ist es wirklich ein starker Bund. Also das muss man schon sagen. Und da gibt es viele, viele Beispiele, muss schon sagen. Für den Hörer muss ich ganz kurz sagen, du hast jetzt von der E-Jugend gesprochen, das ist eine Fußballklasse oder sowas, ne? Also halt ja. Ah ja, genau. Ja, das ist eine Altersklasse, genau. Das sind 8 oder 9 bis 11-Jährige im Moment. Ja, 9 bis 11-Jährige. Ja, also damals, ich in der E-Jugend, der kleine dicke Steve ist auch mal über den Platz gerannt. Habe ich auch ein paar von einem Moment. Aber jeder hat so seinen Platz, ist auch gut, er muss ins Tor. Aber jetzt noch eine andere Frage, die jetzt nicht so zum Thema passt. Wie ist denn das? Wird man ab einem gewissen Alter vom Fußballer zum Tennisspieler? Also wir haben ja einen gemeinsamen Freund, dem ging es genauso. Ja. Ist das so eine Altersentscheidung? Der Banjo hat es gemacht, damit er sich nicht so viel bewegen muss. nein, also... und Olli, denk dran, ich habe dir einen Satz abgenommen. Nee, also tatsächlich ist das so, rede ich auch mit meinem Sohn drüber, dass man da sehr affin ist, ne? Also was Tennis angeht, ich hatte immer schon eine Faszination für Tennis, hatte aber nie die Möglichkeit, das zu spielen, dadurch, dass es halt einfach gekostet hat. Mhm. Und nach dem Fußball, also
da war es schon so, dass ich mal ausprobiert habe und dann hat man, da ging es auf einmal. Also tatsächlich, da kenne ich auch viele Fußballer, die das machen. Ich kenne viele Jugos, die das spielen und viele Fußballer, die das spielen. Und deswegen, also Jugoslawen, muss noch zu sagen, Ex-Jugoslawen ist er ja, ne? Political Incorrect Podcast. Ja, genau. Ja, genau. Genau, aber du hast ja gesagt, du warst dann mehr beschäftigt mit Fußball und sowas und es hat dann auch mehr oder weniger deine Koranschule abgelöst. Ja, genau. Wie ging es denn dann weiter, zum einen mit Fußball, aber auch zum anderen mit dem Islam in deinem Leben? Fußball ging recht rasant, muss ich sagen. Also da war es so, dass ich von einer Auswahl zur nächsten, dann erst FC Köln und ging dann recht rasant, war aber immer gehemmt durch die Schule bis zum Abitur. Da war es so, dass ich das natürlich den Vorrang Schule, die Schule in Vorrang hatte. Mhm. Mein Schulleiter hatte aber auf dem Gymnasium hatte dann aber immer Verständnis dafür, wenn ich mal mit der marokkanischen Nationalmannschaft unterwegs war und so. Das war für den, also mit der U-Nationalmannschaft. Mhm. Da war er ganz, der fand das auch ganz toll. Das war okay. Also dadurch, dass ich aber so unterwegs war mit dem Fußball, war ich weniger auch zu Hause und habe auch mehr gesehen von der Welt. Und desto weniger hat mich eigentlich der Koran interessiert. Und jetzt im Nachgang kann ich sagen, das war wahrscheinlich der Grund, warum ich mich immer mehr distanziert habe. Ich muss sagen, aus Überzeugung war ich nie Moslem. Also es ist so, dass ich tatsächlich immer gedacht habe, da ist ein Allah. Mhm. Und er richtet und er ist da und du musst aufpassen, mach das nicht, weil Allah, also es war wirklich immer so, hört sich sehr klischee-mäßig an, aber das war so, ja. Mein Gefühl, aber dass ich gesagt habe, das ist mein Weg und ich glaube daran, das war nie, ich habe es tatsächlich erst zu meiner Bekehrung verstanden, was es bedeutet, sich so hinzugeben und sich das Ganze, ich will nicht sagen, ich habe es verstanden, das ganze Konstrukt, aber ein Gottesbild zu haben, die Wahrheit zu erkennen, das war, oder zu glauben, das habe ich erst später, viel später, nicht in dem Alter. Okay. Wie viel meinst du denn, sind denn überzeugte Moslems? Also weil du gesagt hast, du warst nie überzeugt, ja. Aber ja. Wie viele? Ja, ist die Frage, ne? Also wie kann man überzeugt sein von einer Sache, von der ich jetzt glaube, die nicht stimmt? Ne? Das hört sich jetzt sehr hart an, aber wenn ich mir jetzt meinen, ich habe so zwei beste Jugendfreunde, Kindheitsfreunde, Kinder, also aus meiner Jugend oder meiner Kindheit, aus dem Kindergarten schon. Mhm. Ja, jetzt habe ich ganz groß ausgeholt. Ne? Aber aus dem Kindergarten habe ich zwei Kumpels, einer von denen ist immer noch mein bedingungslos bester Kumpel, habe ich gerade von erzählt im Urlaub. Und der andere hat sich ein bisschen abgeebbt, nachdem ich mich bekehrt habe. Mhm. Ist aber auch blöd rausgekommen, aber dazu dann später. Und er ist wirklich so ein, im Fußball würde man sagen, die hard Muslim. Also er ist wirklich überzeugt und aber auch so Muslim, dass er mir sehr offen gegenübertritt. Also er meidet mich nicht. Es ist weniger geworden, einfach nur, weil er in einer anderen Welt lebt als ich. Und aus einer anderen Überzeugung. Aber es ist nicht so, dass er mich verurteilt oder und so, ja, all die Sachen. Das macht er nicht. Deswegen, ich glaube nicht, dass es viele gibt, weil einfach meine Überzeugung ist, dass es nicht die Wahrheit ist nur die Wahrheit bindet. Also das ist meine Überzeugung. Okay. Also mir geht's auch so. Ich habe einen Arbeitskollegen, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Mit dem diskutiere ich immer. Für ihn ist immer Islam und Christentum eigentlich das Gleiche, aber Islam noch ein bisschen mehr, weil das letzte Buch ist, das geschrieben wurde. Mhm. Na gut. Und mit dem kann ich mich auch echt gut unterhalten, weil ich leider oft das Gefühl habe, ich habe die Überhand. Also weil er halt einfach sagt, er glaubt aus Tradition, seine Eltern haben das gemacht, seine Großeltern, und bei ihm ist es genauso. Ja, also ich kenne so ein richtiger Moslem, so ein überzeugter Moslem wird dir nicht sagen, ist der gleiche Gott. Also das weiß ich. Das war
Von meinem besten Kumpel direkt die erste Aussage. Da meinte er hier, bist du der Meinung, dass wir den gleichen Gott haben? Okay. Ich sage, nein. Und dann sagt er, okay, gut, dann können wir weiterreden. Meinst du, ich werde gerettet? Meinst du, ich komme in den Himmel? Diese ganz plastisch halt. Mhm. Dann sage ich, nein. Okay, gut. Das war so eine Checkliste. Also ich kenne keinen sehr überzeugten Moslem, der sagt, das ist der gleiche. Das ist dann meistens dieser traditionelle Glauben, also nicht Glauben, sondern dieses traditionelle Leben, was sie führen und dann später. Und dann ist das auch mehr oder weniger Konflikte aus dem Weg gehen. Das stelle ich mir vor, ja. Aber ist er dann mit dir, bist du immer noch mit ihm auf der Arbeit? Ja, ja, also wir haben ab und zu immer noch Diskussionen, nicht mehr ganz so hart, weil er nicht die Argumente hat oder das aushebeln kann, was ich ihm sage. Ja, ja. Aber ja, also wir unterhalten uns schon noch öfter mal. Ja. Ah, cool. Das ist so schön, dass dann der Dialog bleibt. Also das ist ganz wichtig. Das stimmt, weil ich ihm tatsächlich erzählt habe, dass ich mit dir ein Interview mache. Also dass du dich, weiß ich nicht, ob das zu übertrieben klingt, vom Islam zum Christentum bekehrt hast. Wenn du ja gesagt hast, du warst ja da eh jetzt nicht so ganz drin. Aber ich habe ihn gefragt, was er machen würde, wenn sein Sohn sich zum Christentum bekehren würde. Ja. Und jetzt wird es interessant für alle Zuhörer. Jetzt kannst du dich lauter stellen. Ja. Tatsächlich hat er gesagt, für ihn wäre es noch besser als zu Buddhismus. Aber es wäre für ihn auch nicht optimal. Also, aber das, ich verstehe ihn natürlich, weil ich wäre jetzt auch nicht happy, wenn meine Kinder irgendwann sagen, sie bekehren sich jetzt Buddhismus, Islam oder was weiß ich was. Ja, klar, weil es deine Überzeugung ist. Die Frage, was macht man dann? Ne? Also und da ist es bei mir definitiv anders als bei zum Beispiel meinem Vater mit mir. Also das ist dann anders. Genau. Und was da anders ist, lieber Ayub, hören wir nächste Woche, liebe Hörer. Schon wiederum, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Gute Gespräche gehen schnell. Auf die nächsten 20 Episoden. Ciao. Die Macht der Worte. Aus der Sicht und mit den Worten von. Bei mir zu Gast No Heino. Ja, hi. Du hast dir von Gott eingeben lassen, für was dein Name steht, und zwar für niemals ohne Hoffnung. Und ich finde es beeindruckend, wenn ich dich so sehe, dass du in deinem Bett liegst, einen Schlauch in deinem Hals, und du strahlst trotzdem und du drückst Freude aus, was mich ein bisschen zu Tränen rührt tatsächlich. Sorry. Ja. Es ist ja ein authentischer Podcast, deswegen dürfen wir da auch mal einen Tränen verlieren. Du hast uns letzte Woche erzählt, dass du aus dem Rollstuhl rausgeflogen bist und dir beide Beine gebrochen hast. Ich dachte immer nur, das ist so ein Satz, ich habe mir fast beide Beine gebrochen, aber dir ist jetzt tatsächlich passiert. Ich darf auch diese Witze machen. Noah hat erzählt, er hat ein bisschen schwarzen Humor. Das kommt mir ganz gelegen. Genau, aber das war eins deiner Erlebnisse. Jetzt habe ich mal so eine Frage. Du hast gesagt, du hast dich so ungefähr vor 2 Jahren bekehrt. Das war so vielleicht 2019? 2020, ja. Oder 20? Ungefähr im März, ja. Auf deinem Weg zu deiner echten Beziehung mit Gott, hast du nicht mal gedacht, so was muss das für ein Gott sein, dass er mich so einen Kack durchleben lässt? Um ehrlich zu sein, habe ich mir noch nie so eine Frage gestellt, weil ich das einfach ganz anders sehe, wie man es sehen würde, sage ich mal. Weil ich sehe es jetzt nicht als Strafe, sage ich mal, so zu sein, wie ich bin, sondern als Geschenk, weil Gott will mich bewahren vor schlimmeren Dingen, weil wer weiß, wo ich wäre, wenn ich laufen könnte und so, ne? Vielleicht wäre ich kriminell. Ich weiß es einfach nicht. Okay. Da gibt es ja diesen, heißt der Niklas Wojcik? Nee, da gibt es auch diesen Mann ohne Beine, ohne Arme. Ja, genau, ja. Ist der dir manchmal eine Inspiration oder denkst du so, vielleicht bin ich einfach die deutsche Version von jemandem wie ihm? Ja, also ich sehe den schon als Inspiration. Aber ich sag mal so, ne?
jeder Mensch hat eine eigene Geschichte zu erzählen und es ist immer wichtig, dass man aus seiner Sicht erzählt und nicht jetzt irgendwie, ja, sich vergleicht. Weil das möchte ja Gott nicht, weil jeder Mensch ist einzigartig mit seinen Stärken und Schwächen. Ja. Die Musterantwort. Nein, ich kauf's dir ab. Jetzt hast du mir erzählt, dass du 2014 fast gestorben wärst. Du hast ja in der letzten Episode schon gesagt, du hattest so ein körperliches Erlebnis, wo du gemerkt hast, irgendwie warst du kurz mal weg und dann warst du wieder da. Ja. Wie war denn das 2014? Das war ziemlich heftig, aber da muss ich auf jeden Fall ja, sehr weit ausholen. Du hast alle Zeit der Welt. Ja, das ist gut. Ja, also die Krankheit habe ich ja die ganze Zeit schon. Und damals habe ich noch im Altenheim gelebt. Und da habe ich halt auch gemerkt, ja, die Atmung und alles wird immer schlechter. Und da war ich, ja, jedenfalls zu der Zeit, wo war ich noch gar nicht mehr beatmet oder so. Das wollte ich auch nicht sein. Da war ich zu einer Routineuntersuchung im Krankenhaus, weil es mir immer schlechter ging und ich wusste nicht, wieso. Da haben die auf jeden Fall eine Bronchoskopie durchgeführt. Das heißt, du gehst unter Narkose und dann gehen die mit so einer Kamera in deine Lunge rein, in deine Bronchien und so und die gucken, ob alles okay ist. Und davor ging es mir eigentlich relativ okay, ne? Und als ich aufgewacht bin, fing der Albtraum an. Ich habe echt gedacht, boah, ich kriege keine Luft, ich ersticke und so. Und ja, da haben die halt gesagt, ja, sie müssen jetzt diese Operation machen, sonst werden sie sterben, weil ich hatte eine Gesichtsmaske, aber die hat nicht ausgereicht. Okay. Und dann haben die halt gesagt, wir müssen diesen Luftröhrenschnitt machen, sonst ja, werden sie es nicht überleben. Und ich wollte das eigentlich gar nicht machen, aber meine Mutter hat halt mit mir so geredet und ich liebe meine Mutter und wenn meine Mutter was sagt, dann höre ich auf sie und im Endeffekt, ja, bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Mhm. Jedenfalls, das war ganz am Anfang, nach den ganzen Operationen, da hatte ich, ja, eine Lungenentzündung. Ich hatte Blutvergiftung. Und ich hatte Nierenversagen. Und alles, ja, jedes für sich alleine wäre schon mehr als tödlich für einen gesunden Menschen. Ne? Und ich hatte alles und dann noch mit meiner Vorgeschichte. Und das war am Anfang, da habe ich echt, boah, ich habe keine Luft bekommen und das war nachts, ne? Also da war es ganz schlimm. Ich konnte nicht schlafen und ich hatte so Tränen in den Augen. Und ja, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Und ja, ich habe so meinen Kopf erst zur Tür gedreht. Und dann habe ich den Kopf wieder zum Fenster gedreht. Und in dem Moment war das ganze Zimmer am Leuchten. Das ganze Fenster hat einfach so Gold geleuchtet. Mhm. Aber so ein wunderschönes Gold, so einfach nicht von dieser Welt. Und da habe ich halt zum Fenster geguckt und da saß Jesus so in dem Rahmen und ich habe da in dem Moment richtig viel Liebe gespürt. So viel Liebe wie noch nie und er hat zu mir gesprochen, ne? Er hat nicht viel gesagt. Er hat nur gesagt, ja, mein Sohn, hab keine Angst, alles wird gut und in dem Moment, boah, habe ich so viel Liebe gespürt, wie in meinem ganzen Leben, noch nicht in diesen 10 Sekunden. Die haben einfach mein Leben komplett verändert. Und ab da wusste ich, ich werde da rauskommen und stärker als zuvor. Und die Ärzte haben auch gesagt, nee, also er wird es nicht überleben. Und meine ganzen Verwandten saßen vor der Tür und ich habe deren, ja, Weinen gehört und deren Gebete und ich wusste einfach, Gott ist ganz nah und
er liebt mich und er lässt nicht zu, dass ich sterbe und meine Zeit ist noch nicht gekommen und das war so ein krasses Erlebnis. Mhm. Krass. Also wir hatten schon mal jemanden bei uns, der war 7 bis 12 Minuten tot. Und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was du sagst. Also er hat auch gesagt, er wollte da nie mehr weg. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du das erlebt hast, dass du diesen Moment nie vorübergehen sehen wolltest. Mhm. Jetzt ist trotzdem meine Frage, wir Menschen sind ja doch irgendwie ein bisschen eigenartig und so Highlights, wie wir haben, wie du zum Beispiel hattest jetzt mit Jesus, vergisst du das manchmal oder ist es so präsent, dass du sagst, das kann ich nie mehr vergessen? Weil ich sag mal so, das ist fest verankert in meiner Seele, in meinem Herz. Und das geht einfach nicht, also das ist wie eingebrannt so. Und das ist auch gut so, dass es sich so eingebrannt hat. Und trotzdem hat es echt 6 weitere Jahre gedauert, bis ich wirklich zu Jesus gekommen bin. Und da sieht man, wie wir Menschen sind. Es passieren solche Dinge und trotzdem irgendwie sind wir blind, aber ja, Schafe, verirrte Schafe sind halt blind. Das stimmt, aber kannst du dir erklären, warum 6 Jahre gedauert hat nach so einem Highlight? Also hast du dir das vielleicht versucht wegzuerklären, wie, ja gut, da ist halt irgendwie ein Auto vorbeigefahren, das Licht war gelb, deswegen hat es Gold ausgeschaut und zufällig hat der Vorhang so ausgeschaut wie Jesus? Oder? Nee, das war mir, also mir war das bewusst, dieses Ausmaß, was da wirklich passiert ist, ne? Das ist ja nichts Alltägliches. Ja. Aber trotzdem hat 6 Jahre gedauert. Ja, ganz genau. Und ich kann dir nicht sagen, wieso das so lange gedauert hat, aber ich kann sagen, dass ich danach kam ich an meine eigene Wohnung und ich musste mich ja zurückkämpfen. Ich konnte ja erst in der ersten Zeit gar nicht sprechen. Ich konnte nicht essen, nicht trinken. Ich konnte nicht mal selber atmen. Ich war ja 2 Monate in diesem Krankenhaus und da war ich halt zu Hause und musste mich zurückkämpfen ins Leben und ich musste mich selbst wiederfinden. Weil ich habe mich so irgendwie, stell mal vor, einfach, du hast auf einmal keine Stimme mehr. Das ist deine Identität. Das stimmt, ja. Und wenn die weg ist, ja, dann kommst du gar nicht mehr klar. Und ich glaube, ich brauchte diese Zeit, um einfach wirklich zu Gott zu finden, ne, weil er hat uns den freien Willen gegeben und vielleicht musste erst all das geschehen, damit ich wirklich, ja, ihn erkenne, so, ne. Krass. Ja, und noch eine letzte Frage für diese Episode. Jetzt hast du ja gesagt, du hattest, ich nenne es jetzt mal so eine Erstickungserscheinung oder Anfall. Mhm. Wir sind ja immer noch in einer Pandemie. Zum einen hast du oder fürchtest du dich vor Corona, weil es ja auch irgendwie erstickungs- oder schwer atmen lässt? Oder bist du safe, weil du den Schlauch im Hals hast? Naja, so safe ist man nie, aber ich habe keine Angst vor Corona. Corona hat Angst vor mir. Okay, gute Antwort. Und aber kannst du wahrscheinlich dann auch Leute nachvollziehen, wahrscheinlich, die unter Corona leiden und beatmet werden müssen, oder? Ja, es soll ja verschiedene Verläufe geben und bei manchen ist es heftiger, aber ich denke, mir wird immer gesagt, oh, wenn du das bekommst und so. Aber ich mache mir keine Sorgen, weil Gott beschützt mich doch. Und wenn meine Zeit gekommen ist, dann ist das halt so. Ich mache mir gar keine Angst, gar keine Sorgen. Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes.
Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. In der Bibel hat Jesus so viele Menschen geheilt und warum sollte das für mich auch nicht gelten, ne? Also.